Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, zum kleinen Pressegespräch nach dem Spiel unserer U21 gegen Uerdingen. Stefan Löhr hat das Wort. Nach die beiden Spiele gegen Lippstadt und Fortuna Köln, die, ich würde mal sagen, am Grotenburg ausgetragen werden. Derjenige, der mal öfters am Grotenburg ist, der weiß auch, wenn du da zwei Spiele drauf machst innerhalb 4 Tage, das geht am Körper. Gestern habe ich zum Beispiel mit Benny Baltes gesprochen. Ich sage, Benny, wie ist es? Er sagt, damit die Luft gut, aber die Muskulatur, die geht ein bisschen unter Protest auf dem Platz. Ich sage, aber was hältst du für sinnvoll? Anfangen oder reinkommen? Ja gut, dann haben wir uns entschlossen, um ihn heute nicht anfangen zu lassen, weil er war ja vor dem Winter 2 Monate verletzt. Haben wir etwas anderes gemacht, das hat in den ersten 20, 25 Minuten aus meiner Sicht absolut sehr gut funktioniert. Und da musst du, glaube ich, auch mit ein oder anderen Tor schießen, nur dann haben wir irgendwann mal einen Moment, und ich weiß nicht genau, wann da war, aber da verliert Alexeju einen Zweikampf, und an dem Moment sind wir ein bisschen neben der Spur. Und dann bin ich unheimlich glücklich, dass wir mit 10 Feldspielern und einem Torhüter spielen. Und der Robin, der hält dann zweimal mehr wie vernünftig. Ja, und zweite Halbzeit finde ich, dass wir uns eigentlich vergessen haben, ein bisschen zu belohnen aus das, was wir rausgespielt haben. Und wenn es ja, ein bisschen böse geht, dann kriegst du vielleicht auch noch, fliegt da so ein Ball rein in der zweiten Halbzeit. Absolut zufrieden, dass wir mal zu 0 gespielt haben, weil das ist auch ein Thema diese Saison. Und ich habe immer gesagt, wenn wir zu 0 spielen, haben wir immer eine Qualität in der Mannschaft, die Tore schießen kann. Und ich hätte gehofft, dass wir einer auf den Platz bringen konnten heute, der 6 Monate gesperrt war. Nur das auch eine arme Sau, weil jetzt hat er Mandelentzündung. Und ich bin mir fest davon überzeugt, dass wenn der 3 von die Bälle bekommen hätte, wären es 3 Tore gewesen. Ja, nur wenn er zur Halbzeit, das habe ich auch in der Halbzeit gesagt, wenn er in der Halbzeit 3-3 steht oder 4-4, ist das auch ein Bild, was jeder gesehen hat. Ja, nur du musst am Anfang musst du einfach das Spiel viel sachlicher für dich in Griff nehmen, und da musst du auch ein Tor schießen. Ja, letztendlich 0-0 in einem Auswärtsspiel, drittes Spiel in 7 Tagen, also man kann unzufrieden sein über das Endergebnis, ja, wenn du siehst, dass du die Möglichkeit gehabt hast, um ein Tor zu schießen, ganz schnell oder mehrere sogar. Am Ende muss man auch ganz reell sein, dass wenn Köln 1 oder 2 Tore schießt in der Halbzeit, dann hast du dich auch nicht zu beschweren. Es gibt so ein komisches Gefühl am Moment. Zufrieden mit einem Punkt in einem Auswärtsspiel, zu 0 gespielt, von der anderen Seite. Dann gehe ich mal auf die ersten 20, 25 Minuten ab, da wäre mehr drin gewesen. Nur kommende Woche haben wir Rot-Weiß Essen, das ist auch wieder eine Herausforderung. Und ich gehe davon aus, dass Günikaya dann seine Mandelentzündung, weil den schicke ich heute mal ein Paket Tee mit Honig und ein paar Tabletten. Und das endlich von der FIFA, weil die nehmen sich da unheimlich viel Zeit, Burak Kaplan zur Verfügung steht, weil das ist eine Qualität, die hat, glaube ich, haben wenige in unserer Liga, nur die fehlen am Moment auch. Und der eine oder andere, muss ich auch ganz ehrlich sein, der läuft auf dem Zahnfleisch, ne? Nach die 3 Spiele auf einem tiefen Platz. Nur da müssen wir durch. Ja, Leben ist kein Wunschkonzert, würde ich mal sagen. Okay. Danke. Vielen Dank. Stefan, dein Kommentar. Ja, wir sind heute zufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben Uerdingen auf 8 Punkte Distanz gehalten. Wir haben kein gutes Spiel gemacht. Wir hatten kaum einen Spieler, der heute an seine Topform gekommen ist. Und bis auf Sven Müller, den muss man heute mal groß hervorheben. Das war ein Risiko. Also für viele war das ein Risiko. Für mich war es keins, weil ich ihn diese Woche gesehen habe im Training. Und ich wollte unbedingt Laux und Binder dabei haben als ältere Spieler. Und als dann noch Bigauke runterkam, war klar für mich, dass Sven Müller ein Tor spielt. Und dafür hat das als junger Jahrgang A-Jugend richtig, richtig gut gemacht. Der Kollege hat schon gesagt, natürlich können die Uerdinger in Führung gehen, vielleicht sogar müssen. Aber wir haben auch 3 dicke Chancen in der ersten Halbzeit. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir in Führung gehen, genauso wie der Gegner, wer heute in Führung geht, gewinnt das Spiel. Und deswegen bin ich mit diesem Punkt sehr, sehr zufrieden.
und weil wir vor allen Dingen den Gegner auf 8 Punkte hinter uns lassen, bei einem Spiel weniger von uns noch. Und ja, Leistung bin ich nicht mit zufrieden, das hat jeder gesehen. Aber das war für mich heute entscheidend, dass wir das geschafft haben. Alles andere werden wir diese Woche aufarbeiten. Wir werden noch morgen früh trainieren und dann haben die Jungs frei bis Dienstagmittag. Ja, können sie noch 1,5 Tage Karneval feiern, aber Dienstag geht schon wieder weiter. Okay. Danke.